Willkommen, schön, dass Sie dabei sind bei einem Aktionär-TV-Interview, in dem wir heute auf die Luftfahrtbranche blicken wollen. Das möchte ich tun, zusammen mit Thorsten Küffner. Hallo. Hallo. Mit der deutschen Lufthansa starten wir quasi in die Sendung. Wir sehen Sie hier im 3-Jahres-Chart. Nach der Abwärtsbewegung im letzten Jahr scheint man die Kurve bekommen zu haben. Und es sieht auch nach einem neuen Kaufsignal aus, oder? Ja, durchaus. Also dieser Bereich so 22,50 bis 22,60, das war so eine Marke, die wir jetzt eben auch durchstoßen haben. Jetzt ziehen wir nach oben raus. Sagen wir so, ich meine, nach dem bemerkenswerten Anstieg, glaube 150% 2017, war es, ja, es ist natürlich nicht oftmals üblich, dass man dann eben heftig konsolidiert. Das haben wir eben gemacht, die Marktstimmung dazu hat ja auch gepasst. Dementsprechend sieht es jetzt eigentlich nach einem schwachen Jahr 2018 ganz gut aus, 2019. Die Aktie ist aktuell auch einer der besten 5 DAX-Werte im laufenden Jahr und wir gehen wirklich davon aus, dass es so weitergehen könnte. Die hatten jetzt ja schon mehrfach angesprochen. Ich meine, die Aktie notiert jetzt eigentlich auf dem Niveau immer noch knapp unter Buchwert. KGV von 5, das ist im Branchenvergleich wirklich günstig. Lufthansa ist hervorragend aufgestellt, hat eine solide Bilanz und wir glauben wirklich, dass wenn man im Luftfahrtsektor sich irgendwo positionieren will, dann sollte man das bitte bei der Lufthansa tun. Okay, trotzdem hast du uns noch andere Werte aus der Branche mitgebracht. Mal schauen, ob es da trotzdem auch die eine oder andere Chance gibt, um einzusteigen. Bei TUI haben wir jetzt einen extremen Absturz gesehen. Vor kurzem nochmal, hat sich der nochmal verdeutlicht. Jetzt gab es aber massive Insider-Käufe. Ist es denn jetzt auch für einen Anleger eine gute Gelegenheit einzusteigen? Wie schätzt du es ein? Das soll man jetzt vielleicht so zweiteilen. Also wer so ganz klassisch Costolani-mäßig sagt, ich kaufe mir einfach eine Aktie von einem Unternehmen, das ich gut finde, der liegt bei TUI ganz, ganz sicher nicht verkehrt. Jetzt über die nächsten 3 bis 5 Jahre, keine Ahnung wie lange, sollte es bei TUI sicherlich eher nach oben gehen. Denn ich meine, der Konzern ist super aufgestellt. Man hat eine sehr solide Bilanz. Es passt alles. Die Bewertung ist sehr günstig. Aktuell Dividendenrendite fast 8%. KGV auch nur 8%. Und knapp über Buchwert. Also der Konzern ist sehr stark. Aber kurzfristig gibt es eben Probleme. Deswegen würde ich nur sagen, wie gesagt, wer wirklich sagt, ich kaufe mir jetzt eine Aktie und wenn die auch mal zwischenzeitlich auf 7 oder 6 Euro runterrutschen würde, ich bleibe cool, ich schaue eh nicht drauf und in ein paar Jahren wird sie sicherlich höher stehen, dann ist TUI eine gute Wahl. Aber jetzt so, wenn man wirklich nah am Markt ist, dann muss ich wirklich sagen, es gab ja, wie man hier sieht, es gab hier jetzt eigentlich vorletzte Woche schon die Insiderkäufe. Also es hat ja der Konzernchef selber, Fritz Jürgensen, für fast 2 Millionen eingekauft. Der aktuelle Daimler-Chef Zetsche, der ja demnächst Aufsichtsratsvorsitzender werden soll, hat auch fast für 1 Million zugekauft. Also das sind schon Statements. Und wenn eine Aktie nach diesem brachialen Kursrutsch darauf kaum reagiert, dann ist es eigentlich schon so ein Zeichen, okay, es wird jetzt wahrscheinlich nicht innerhalb kurzer Zeit jetzt wieder hier bis auf 12, 15, 18 Euro oder so hochgehen. Wir glauben wirklich, aktuell sollte man einfach etwas abwarten, eine Bodenbildung abwarten, denn es ist eben auch der Brexit ein großes Thema bei der TUI. Ich meine, Großbritannien ist so nach Deutschland mit der wichtigste Markt für TUI und viele Briten scheren sich um vieles momentan, aber definitiv nicht um den Sommerurlaub 2019. Ich glaube, hier muss man einfach abwarten. Hier ist ganz viel Unsicherheit im Markt und wie gesagt, die Börse mag Unsicherheit nicht und es gibt die alte Börsenweisheit nicht ins fallende Messer greifen. Also wie gesagt, wer kurzfristig orientiert ist, sollte auf jeden Fall abwarten. Ja, und auch wer so Costolani-mäßig drauf ist, könnte vielleicht trotzdem noch ein bisschen warten, bis er sich jetzt wirklich sagt, ich positioniere mich jetzt. Denn wie gesagt, vielleicht wird es sogar noch ein bisschen günstiger. Das mag man sich fast gar nicht vorstellen, aber wie gesagt, es ist einfach aktuell so, dass die Börse zu viel Angst hat, da TUI wirklich sehr überraschend die Prognosen jetzt massiv gesenkt hat und das wird eben wahrscheinlich den Kurs vielleicht noch ein paar Wochen belasten. Also behalten wir im Auge auf der Watchlist und vielleicht in Kürze dann der Einstieg möglich. Jetzt schauen wir auf einen Konzern, der ebenfalls mit Problemen kämpft, Norwegian Air Shuttle. Auch da ging es deutlich nach unten. Ich glaube, das ist mittlerweile schon 7-Jahres-Tief oder so. Glaubst du, es kann noch weiter abwärts gehen? Was kann der Anleger jetzt hier tun? Ja, es kann sicherlich noch weiter abwärts gehen, denn ich meine, man muss einfach sehen, eigentlich Norwegian war lange Jahre auf einem guten Weg. Billigflieger, ähnlich wie Ryanair und wie EasyJet, hat dann aber einfach versucht, Transkontinentalflüge anzubieten, auch auf Billigflugbasis. Und das ist brachial gescheitert. Man ist in die Verlustzone gerutscht. Die Bilanz ist wirklich erschreckend schwach. Und hier gab es mal Hoffnungen, dass AIG, das ist die Mutter von British Airways in Iberia, hatte sich daran beteiligt und da war eben die Hoffnung, dass man eben die komplett übernimmt. Und ungefähr hier wurde dann gesagt, nein, wir machen es nicht, wir wollen unsere Beteiligung auch wieder abstoßen. Ja, und seitdem ist es, wie gesagt, eigentlich fast ohne Boden fast die Aktie. Also ich würde mich da auf jeden Fall nicht beteiligen, denn wahrscheinlich würde man auch in diesem Jahr rote Zahlen schreiben. Die Bilanz ist wirklich sehr schwach, niedrige Eigenkapitalquote, sehr hohe Nettoverschuldung. Also man wird wahrscheinlich schon noch über Wasser gehalten, ich glaube, aber anlegen sollte man definitiv nicht in so einer Aktie und bei so einem Markt. Also das ist nichts. Ich würde sagen, Norwegian Air Shuttle, wir haben gesagt, bei TUI, die sollte man auf der Watchlist belassen. Norwegian Air Shuttle am besten gar nicht mehr anschauen. Einfach streichen. Okay, dann schauen wir gleich weiter. Blicken wir auf Airbus.
Die haben ja vor kurzem das Ende des A380 bekannt gegeben. In ein paar Jahren wird der letzte ausgeliefert. Was bedeutet das denn für den Konzern, für die Aktie? Das Medienecho war natürlich gewaltig, denn ich meine, der A380 war natürlich ein ganz großes Prestige-Projekt. Allerdings muss man sagen, so für den Konzern so unfassbar bedeutend war es jetzt eigentlich gar nicht. Ich meine, vom gesamten Orderbuch waren nur knapp 1% der Bestellungen haben noch den A380 betroffen. 80% sind zum Beispiel der A320er-Serie, die ist wesentlich bedeutender. Airbus hat ja eigentlich auch mit dem A380 eigentlich operativ auch fast gar nichts mehr verdient gehabt. Also es war eher so ein Klotz am Bein. Und wir sehen ja eine Reaktion. Klar, die Nachricht mit dem Ende des A380 fiel auch zusammen mit guten Quartalszahlen. Aber an sich muss man sagen, ich glaube, die Börse ist auch erleichtert, dass man jetzt sagt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und ja, das wird einfach honoriert an der Börse. Wir glauben, dass Airbus eine sehr gute Zukunft hat. Es ist ja einfach, der weltweite Flugverkehr wächst ja einfach. Und Airbus und Boeing teilen sich das quasi untereinander auf. Es wird weiterhin sehr, sehr viele Orders wahrscheinlich pro Jahr geben. Die letzten Jahre waren es ja weitaus mehr Orders, als man überhaupt liefern konnte. Das hat dazu geführt, dass man weit bis ins nächste Jahrzehnt eigentlich komplett ausgelastet ist, ohne auch nur eine weitere Bestellung zu erhalten. Und wir bleiben für Airbus weiterhin sehr positiv gestimmt. Klar, man muss natürlich sagen, nach diesem wirklich ganz starken Kursanstieg ist es eigentlich schon notwendig, dass wir irgendwann so eine kleine Konsolidierungsbewegung machen werden. Aber wie gesagt, wer jetzt dabei ist, soll auf jeden Fall dabei bleiben. Und wer noch nicht dabei ist, kann vielleicht jetzt eben abwarten, ob wir vielleicht im Rahmen einer Konsolidierung jetzt wieder so in den Bereich 110, vielleicht auch knapp drunter rutschen und sich dann positionieren. Aber mittel- bis langfristig sind die Aussichten für Airbus sehr gut. Du hast Boeing schon erwähnt, auch da wollen wir drauf blicken. Hier baut sich der 3-Jahres-Chart auf und wir sehen, die Aktie ist, oder wir sehen es vielleicht nicht unbedingt, aber sie ist auf dem Allzeithoch gestiegen. Ist denn langsam zu teuer der Wert? Sollen wir noch einsteigen? Wie schätzt du es ein? Also zum einen, man sagt ja, Qualität hat ihren Preis und Boeing liefert eben sehr hohe Qualität. Also davon zu teuer zu reden, würde ich jetzt sowieso nicht machen, denn aktuell haben wir für das kommende Jahr ein KGV von 18. Das geht eigentlich. Das ist kein Schnäppchen, aber ich meine, man muss ja auch sehen, im Verlauf der letzten Jahre werden ja auch die Gewinnerwartungen immer weiter nach oben angestiegen. Also bei Boeing ist es auch ähnlich wie bei Airbus. Man ist sehr über Jahre hinweg komplett ausgelastet und es sieht einfach gut aus. Es ist keine Aktie, die einem wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen oder Monate reich machen wird, aber es ist eine Aktie ähnlich wie Nestle, die man sich ins Depot legen kann und an der man, glaube ich, über Jahre hinweg wahrscheinlich doch einiges an Freude haben dürfte. Gut, damit verabschieden wir uns für heute. Dankeschön für deine Einschätzungen. Danke auch Ihnen. Wir sehen uns bei nächster Gelegenheit an dieser Stelle wieder. Bis dahin.